Das Krankenhaus Wien-Nord, nicht nur für die ÖVP Wien eine unendliche Geschichte, wie sie hier immer wieder genannt wird. 2011 hätte das Krankenhaus laut Plan eigentlich eröffnen sollen, mit Gesamtkosten von 450 Millionen Euro. Jetzt befindet sich das Krankenhaus immer noch mitten im Rohbau. Man spricht beim KAV von 1,4 Milliarden Euro Gesamtkosten, bei der ÖVP Wien bereits von 1,5 Millionen Euro Gesamtkosten. Jetzt wird auch ein Rechnungshofbericht dazu veröffentlicht, der insgesamt auch unter anderem 8000 Mängel aufweisen soll. Grund genug für die Oppositionsparteien in Wien, eben gesagt auch die ÖVP Wien, eine Untersuchungskommission einzuleiten, die nicht nur die Missstände in dieser Causa, sondern auch mögliche strafrechtliche Folgen aufdecken soll. Vor allem gefordert für die ÖVP ist hier Michael Häupls Nachfolger Michael Ludwig.